hier noch einen Strich und da und dann hier das Fenster. Oh, toll. Oh, hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Ich wusste gar nicht, dass ihr mir zuschaut. Ich male gerade etwas, nämlich ein Haus. Guckt mal, guckt euch mal mein Haus an. Das ist schon so gut wie fertig. Seht ihr das? Das ist kein Haus, das ist ein, was sagt ihr, ein Auto? Ein Auto, ja stimmt, jetzt wo ich sage, das hat ja hier Räder. Ja, da habe ich mich wohl vertan. Aber wisst ihr was, dann mache ich jetzt einen wunderschönen Baum. Das kann ich, glaube ich, einen Baum kriege ich hin. Machen wir hier schön die Blätter, genau, hier ein Punkt in der Mitte, noch ein Stamm. So, dann gucken wir mal. So Kinder, schon fertig, war richtig schnell. Schaut mal hier, mein Baum. Seht ihr den? Was? Wie? Das? Was? Ich sag, das ist eine Blume? Ja, stimmt. Stimmt, ihr habt recht. Ach, wisst ihr was? Ich kann sowieso nicht so gut malen, aber ich habe ja auch die besten Maler gerade hier vor meinem Bildschirm, nämlich ihr. Und ich habe einen kleinen Auftrag für euch, denn ich habe zwei Lieder aufgenommen. Die handeln einmal um ein Haus und einmal um einen Baum. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Bilder zuschicken könntet von euch, wo ihr einen Baum gemalt habt oder ein Haus oder auch beides. Das ist euch überlassen, wie ihr das gestaltet. Und dann schickt ihr mir das einfach zu, per Mail zum Beispiel. Das können eure Eltern ganz besonders gut machen. Die Mailadresse von mir steht unten in der Videobeschreibung. Oder ihr schickt es einfach per Post an den Kindergarten, an die Kita, Kindertagesstätte Meinweg in Braunschweig. Dort hole ich die Bilder dann auch gerne ab. Natürlich können auch die Erwachsenen gerne malen, wenn ihr so die Erwachsenen oder eure Eltern Lust haben. Dann könnt ihr natürlich auch schöne Bilder malen, würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr Lust habt, was ganz anderes zu malen, dann dürft ihr das natürlich auch machen und mir zuschicken. Dann mache ich noch ein extra Video dazu, wo ich dann eure ganzen Bilder mal zeige. Also wenn ihr Lust habt, eure Bilder mal hier auf Friedhof Siedergarten zu sehen, dann wie gesagt, schickt sie mir zu und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Lied wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, macht's gut und ciao.